Der 16. September begann mit einem Weckruf durch die Marga-Fanfaren aus dem Senftenberger Ortsteil Brieske. Sie sorgten für die musikalische Einstimmung auf den ersten Regionalmarkt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Möglich wurde diese besondere Präsentation durch ein Förderprojekt. Wir haben lange diese Leistungsschau vorbereitet, haben uns ja beworben beim Bund um Fördermittel, haben die auch gewährt bekommen. Als eine von 18 Regionen deutschlandweit ist der Landkreis, ist Großkoschen, hier der Familienpark ausgewählt worden. Wir haben eingeladen, 43 Aussteller sind gekommen und man sieht ja anhand der Besucher und Gäste, dass es gut angenommen wird. Bei einem Rundgang wurde das breite Angebot deutlich, denn es reichte von Marmeladen über Honig, Bekleidung oder Deko bis zu Kräutern oder Wein. Der Ort für die Regionalmarktpremiere war bewusst gewählt. Wir haben hier im Lausitzer Seenland natürlich ein ganz anderes Problem. Das ist eine aufstrebende Destination. Die müssen wir also erstmal bekannt machen über das hinaus, was bereits schon bekannt ist. Und dazu dient auch dieser Regionalmarkt, zu dem wir uns bekannt haben, gemeinsam mit der Stadt Senftenberg und auch mit dem Zweckverband LSB hier inmitten des Familienparks Großkoschen. Und ich denke mal, nach erster Betrachtung der ersten Stunden des heutigen Tages ist das Konzept durchaus aufgegangen. Begleitet wurde der Tag auch von Musikern, die sich unter die Gäste mischten. An den Ständen herrschte Hochbetrieb und der Regionalmarkt hat nicht nur die Urlauber angesprochen, denn auch viele Senftenberger waren in den Familienpark gekommen. Wir sehen ja viele, die jetzt hier einkaufen und ich finde es besonders wichtig und auch nachhaltig, vor Ort einzukaufen. Wir haben ja so viele schöne Produkte, die hier in unserem Landkreis hergestellt wird und da kann man auch gerne hier einkaufen. Man spart sich natürlich erstmal den Weg. Nächste ist super Qualität und das nächste ist, ist es auch umweltverträglich, keine Transportwege. Die über 40 Anbieter nutzten die Chance, ihre Produkte den Besuchern direkt zu empfehlen. So zum Beispiel Wolfgang Matthäus. Er bot Pesto und Liköre an, bei denen die Brennnessel eine besondere Rolle spielt. Ich wollte ein Pesto machen, was es nicht schon gibt. Und so bin ich auf die Brennnessel gekommen. Und aus einem Pesto sind zwei geworden, aus zwei sind drei geworden, aus drei sind vier geworden. Dann habe ich wieder reduziert, weil man muss das ja auch ernten und waschen. Der Aufwand ist schon da. Und dann kam noch der Senf dazu und neuerdings auch seit zwei Jahren der Brennnessellikör. Und wir haben lange überlegt, wie wir ihn nennen. Und dann habe ich mal mit dem Dieter Körner vom Feinkostladen gesprochen. Wir haben eine Idee, Brennnesseljauche. Und er hat gesagt, ja. Das ist ein guter Name, nennt das so. Und seit zwei Jahren gibt es die Brennnesseljauche. Und das ist meines Wissens der erste Brennnessellikör, den es in Deutschland überhaupt käuflich zu erwerben gibt. Der Regionalmarkt war ein voller Erfolg. So kurz ist sein Resümee. Ich finde es gut. Es gibt auch so einen kleinen Regionalmarkt direkt von Familienpark. Der wurde schon gut angenommen heute. Ich bin echt positiv überrascht und gucken wir mal Ende des Tages, was da unterm Strich rauskommt. Wichtig ist ja immer für mich nicht nur der Umsatz, der gemacht wird und die Nachfrage ist da und die Menschenfragen sind neugierig, das ist klar. Aber was kommt danach? Bestellen die Menschen nochmal, die Kunden nochmal, denen es geschmeckt hat im Internet, dann ist es gut. Wenn nicht, ist es auch gut, aber es ist immer schön, wenn noch was nachkommt, wenn Resonanz danach kommt. Es war gut, es war schön, es hat geschmeckt. Ansonsten die Idee finde ich toll. Dieses Angebot soll keine Eintagsfliege bleiben, denn mit dem Kurbeitrag in Senftenberg könnten solche Regionalmärkte auch in anderen Ortsteilen angeboten werden. Der Kurbeitrag wäre dann natürlich das richtige Instrument, um das auch zusätzlich zu unterstützen. Solche Maßnahmen, die ja natürlich hier der Landkreis unterstützt, aber wir dann damit auch als Touristenstadt Senftenberg machen könnten. Der erste Regionalmarkt war ein voller Erfolg für die Gäste und für die Händler. Und daher wird es offensichtlich auch eine Neuauflage geben.